Am Tschöckelberg oberhalb von Meran steht der 400 Jahre alte Stadel. Franz Pircher, der Strohdachdecker, wartet auf sicheres Wetter. Er will weiterarbeiten, doch irgendwie traut er den Wolken da oben nicht so ganz. Ein Stockwerk tiefer schichtet die Bäuerin Frieda Schwabel das Roggenstroh von der letzten Ernte um. Noch sind die Körner dran und müssen ausgedroschen werden. Roggen hat besonders lange Halme und ist daher zum Dachdecken am besten geeignet. Als Dreschflegel dient ein geschälter Fichtenast. Die ausgedroschenen Halme sind für den Strohdachdecker fast wertvoller als das Korn selbst. Denn Roggenfelder sind selten geworden, hier oben bei den Bergbauern. Dachschaben heißen die Strohbündel, die er später an den Dachlatten befestigt. Zuerst kämmt oder hachelt er aus den Buschen am Hachelbaum die kürzeren Strohreste. Schlägt sie aus und dabei fallen die restlichen Körner zu Boden. Viele tausend solcher Schaben hat man früher für ein komplett neues Dach gebraucht. Diese Zeiten sind lange vorbei. Gerade für den Streifen, den er neu eindecken will, reicht sein Vorrat. Durch den dichten Schirm aus Millionen und Abermillionen Strohhalmen dringt kein Tropfen. Am Tennenboden liegt das Korn. Er muss es säubern, putzen, die Spreu vom Weizen bzw. Roggen trennen, sonst kommen die Mäuse und holen es sich. Reitern nennt er das Sieden. Viel ist es nicht, was er da von den Dielen in die Reiter schaufelt. Ein hart verdientes Brot für die Bauern hier oben. Roggen und Weizen haben sie angebaut, jedes Stückchen Erde genutzt. Heute ist fast alles grün und dient als Weideland. Zum Schluss werden die feinen Verunreinigungen mit der sogenannten Windmühle ausgeblasen. Das Gerät ist 250 Jahre alt. Vom Dorf Föhran klingen die Mittagsglocken in das abgelegene Seitental herüber.
Es sind zwei Schwestern, beide über 80, die den Moirhof bewirtschaften. Rosa, die sich immer mehr um Küche und Haus kümmert, und Frieda, die den ganzen Tag auf dem Hof nach dem Rechten sieht. Als der einzige Bruder vor vielen Jahren als Missionar in die Welt zog, war es für die beiden klar, das Erbe zu bewahren. Geheiratet hat keine von beiden. Endlich ist das Wetter stabil und Franz Pircher kann mit dem Entfernen des alten Strohs beginnen. 30 Jahre waren die Halme jetzt auf dem Dach, haben Wind und Regen getrotzt, Schnee und Frost. Die Zeit hat einen Teil des Strohs in Staub verwandelt, hat Schicht für Schicht davon abgetragen. Mit dem Reber schneidet er das alte Geflecht auf. In den unteren Schichten haben die Strohbündel sogar noch ihre gelbe Farbe behalten. Allmählich wird die Konstruktion aus Sparren und Querhölzern sichtbar. 400 Jahre ist sie alt. Die Dachschaben, noch zu einer Zeit geerntet, als keine Straße herauf auf den Tschöggelberg führte, haben auch jetzt noch nicht ausgedient. Es ist ein Kreislauf hier auf dem Hof. Alles wird wiederverwendet. Im Tiefgeschoss des Stadels ist der Kuhstall. Dort werden die Schaben noch gebraucht. Als Einstreu. Manche Kühe mögen es wegen des säuerlichen Moosgeschmacks. Wenn dann der Mist wieder auf das Roggenfeld zur Düngung kommt, schließt sich der Kreis. Der Meister hat immer wieder einzelne Dachteile erneuert, den hellgelben Streifen erst vor wenigen Wochen. So, dann gehen wir nach oben. Franz Pircher ist mit den Strohdächern aufgewachsen. Für ihn sind sie Teil seiner Heimat. Auf jedes Dach, das er mit der Arbeit seiner Hände retten konnte, ist er stolz. Das Stroh selbst ist ein leichter Baustoff. Trotzdem muss die Unterkonstruktion aus Dachlatten und Sparren sehr solide ausgeführt sein, denn die Schneelasten im Gebirge sind in manchen Wintern extrem hoch. Zu einem neuen Strohdach gehören auch neue Giebelbretter, selbst wenn die alten trotz des langen Einsatzes noch gar nicht so morsch sind. Noch einmal prüft er, ob die Nägel auch festsitzen. Schließlich hängt auch seine eigene Sicherheit davon ab. Während die Dachkonstruktion aus Fichtenstämmen gezimmert ist, verwendet er für die Sichtbretter das widerstandsfähigere Lärchenholz. Wie ein schützendes Zelt bedeckt das Stroh den dreistöckigen Stadel. Das Loch für die Holzzapfenverbindung hat er mit der Maschine vorgebohrt.
Als das Strohdachdecken noch alltäglich war, da arbeiteten auf so einer Baustelle mehrere Handwerker. Heute hat Franz Pircher nur noch einen einzigen Kollegen und der wohnt weit drüben am Ritten. Frieda Schwabel macht sich schon etwas Sorgen. Der eine Mann hantiert da mit dem großen Teil auf dem Dach ganz alleine. Doch der Meister balanciert sicheren Fußes auf dem antiken Gebälk. Die neue Querstrebe hat er aus Fichtenholz gefertigt. Eine zweite schiebt er zwischen die vorhandenen Dachlatten. Mit einem Holznagel werden die beiden Teile dauerhaft verbunden. Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts war der uralte Saumpfad hinter dem Haus die einzige Verbindung zwischen den Hochtälern im Norden und der 1000 Meter tiefer gelegenen Stadt Meran. Er führte hier am Dorf Föhran vorbei, um dann hinter dem Moorhof steil ins Tal abzufallen. Es ist Zeit für die Roggenernte und für eine Pause. Halbmittag, den halben Mittag, nennen die Tschöckelberger eine Vesper so gegen 10 Uhr. Weil er im Herbst gesät wurde und den Winter über in der Erde war, heißt er Winterroggen. Jetzt im August ist er reif. Ein kurzer Rechen, eine Sichel und ein Wetzstein, das sind die Werkzeuge des Schnitters. Fast wie ein Barbier, der mit dem Kamm die Haare zum Schneiden zurechtlegt, hantiert Franz Pircher mit seinem Werkzeug. Jeder schneidet einen Streifen von gut 2 Metern Breite aus dem Ährenfeld, immer so weit, bis es zu einer Garbe reicht. Auf dem Feld von Rosa und Frieda Schwabel helfen alle mit. Fast wie in alter Zeit, als die Ernte eine Gemeinschaftsarbeit war und jeder für den anderen mit anpackte, auch ohne Bezahlung. Ja, so gut. 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 Ja, so gut.
Für den Meister beginnt jetzt der Hauptteil seiner Arbeit, das Eindecken. Die Weidenruten, Föhlerwieden, haben 8 Tage im Wasser gelegen. Nie würde er das gerade geerntete Stroh verarbeiten, selbst wenn es in einem sehr trockenen Sommer gereift ist. Es wäre immer noch Restfeuchte in den Halmen und die würde genügen, dass das Stroh in einigen Jahren zu modern beginnt. Mit den Steckerler sorgt er dafür, dass die Schaben dicht an dicht zu liegen kommen. Die Weidenruten hat er zugespitzt, so lassen sie sich leichter durch Stroh bohren. Von der Innenseite fädelt er sie um die Dachlatten. Der Knoten muss jetzt die nächsten 30 Jahre halten. Jede Schabe passt er der Dachschräge an. Er teilt den Bund in 2 Hälften und verzieht die eine um etwa 20 Zentimeter gegen die andere. So verhindert er, dass er später beim Scheren des Daches zu viel des kostbaren Materials abschneiden muss. Stroh und Schilf sind wahrscheinlich die ältesten Materialien, mit denen der Mensch seine Behausungen deckte. Solche Dächer halten extremen Witterungen stand, schützen im Sommer vor der heißen Sonne und speichern im Winter die Wärme im Haus. Trotzdem wird es sie bald nicht mehr geben, weil ihre Herstellung für die heutige Zeit zu aufwendig scheint, zu teuer. Die Moorhofbäuerinnen Frieda und Rosa Schwabe leben bescheiden von dem, was der Hof hergibt, so wie seit Jahrhunderten. Warum sollten sie da etwas verändern, das sich bewährt hat? Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte hier fast jedes Wirtschaftsgebäude ein Dach aus Stroh. Die verbliebenen Strohdächer am Tschöckelberg kann man heute an einer Hand abzählen. Schon damals war diese Arbeit an bestimmte Jahreszeiten gebunden. Doch auch die übrigen Monate hatten die Dachdecker ausreichend zu tun. Als geschickte Handwerker, die auch Zimmerleute waren, konnten sie genauso einen ganzen Dachstuhl erneuern, mit Holzschindeln umgehen oder Zäune machen. Die sogenannten Spältenzäune waren einst ein prägendes Element in der Tiroler Landschaft. Heute haben diese Kunstwerke aus gespaltenem Lärchenholz und gewundenen Fichtenästen Seltenheitswert. Erst durch Erhitzen über dem Feuer wird das Holz für wenige Minuten so elastisch, dass der Meister es fast wie ein Seil um die Latten flechten kann. Die Holzfasern dreht er ähnlich wie beim Stroh in sich zusammen. So folgt das Material auch den engsten Kurven ohne zu brechen.
Friede, wie geht's auf den alten Gattertag zu gehen? Gut. Jawohl. Inzwischen hat sich Franz Pircher bis in das oberste Stockwerk des Stadels hochgearbeitet. Auch dort trocknen seit Monaten Bündel mit fertigen Dachschaben. Ganz dicht presst er das Stroh an den bereits fertigen Streifen, setzt wieder ein Steckerler nach. Eine wichtige Stelle am Dach ist der First. Eine Konstruktion aus zwei Rundhölzern sichert das Stroh hier zusätzlich zur Befestigung mit den Weidenruten. Es dürften einige hundert Schaben sein, die der Meister auf seinem Weg nach oben bis jetzt verbaut hat. Mehr als 1000, wenn dieser Teil des Daches fertig ist. Über die Jahrhunderte hat sich der First unter der Last der vielen Winter gebogen. Er schaut hinunter ins Tal vom Bozen. Man glaubt zu hören, wie einzelne Halme brechen. Doch im Verbund lassen sie sich um beinahe 180 Grad biegen. Sorgfältig schiebt sie der Meister unter das Holzgestell. Mit einem kurzen Rechen entfernt er lose Strohteile. Langsam geht die Arbeit auf dem Dach ihrem Ende entgegen. Franz Pircher legt jetzt das Scherbrett an. Es entspricht der endgültigen Dicke der Stroheindeckung. Was gerade noch wie ein struppiges Durcheinander aussieht, soll zu einem sauberen Bürstenschnitt zurückgeschoren werden. Nicht nur wegen des Aussehens. Wichtiger ist, das Wasser läuft schneller ab und auch der Schnee bleibt weniger lang liegen. Der Nachmittag ist fast vorbei. Zeit zu melken. Den Weg von der Weide in ihren Stall im Untergeschoss des Stadels finden die Kühe fast von alleine. Später soll die große Fläche wie aus einem Guss wirken. Ebenmäßig glatt, wie mit dem Lineal gezogen. Das perfekte Scheren ist das Markenzeichen eines guten Strohdachdeckers. Mit einem Winkel hat Meister Pircher die Dachunterkante ausgemessen. Senkrecht schneidet er jetzt Büschel für Büschel die Halme auf einer Linie ab. Während auf dem Boden ein frischer Haufen Einstreu für die Tiere wächst und wächst, legt er oben auf dem Dach die Schaben, bindet sie, schneidet sie, legt einen nächsten Streifen, kämmt ihn aus, schert ihn glatt, bis auch am First nichts mehr fehlt. 2 Tage später steht der Stadel dann fertig da. Ein Meisterstück, das golden in der Sonne glänzt. Noch arbeitet der Strohdachdecker Franz Pircher. Doch wie lange noch werden die letzten Zeugen einer uralten Bautradition die Landschaft prägen? Musik.
Musik.